Moin, Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play WoW BFA. Wir leveln mit der Schuhgurke und vielleicht heute in den letzten Zügen. Wir werden sehen, die Deutsche Bahn. Wir sehen uns auf der anderen Seite. So weit, so gut. Ja, Harrison hat noch nicht wirklich nach vorne geschaut. Ne? Ich meine, da sind Mini-Helikopter, aber ich glaube, dieser riesige Koloss könnte eher das Problem werden. Glück und Ruhm. Wir müssen in Bewegung bleiben, Schuhgurke. Es ist nun eine nur eine Frage der Zeit, bevor die Truppen die Kurve kriegen. Die Lade sollte sich direkt hinter diesen Ruinen befinden. Seid wachsam. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es noch nicht vorbei ist. Und ich glaube, den können wir auch in den 83-Zonen als dicken Elite-Rare nochmal finden, weil alles einfach wiederbelebt wurde. Yay! Die Leere. Glück und Ruhm. Bewegung, Jawohl. Gifte halten noch über 30 Minuten. Das sollte passen. Ich wollte gerade sagen, rennst du auch vor oder sagst du nur Bewegung? Der ne, macht da einen auf Sportlehrer hier. <laughs> ja, Leute, ich sag mal so, ich habe mein Abi ne, und ich weiß, wie man hier irgendwelche Startklötze und so einstellt. Und jetzt mal hier, Galoppa zum Aufwärmen, 700 Runden auf der Tartanbahn. Man kennt es doch noch, Gottes Willen. Wobei meine Sportlehrer immer sehr nett waren, muss ich sagen. Oh, Schnotz ist schon hier. Oh nein, ich hatte mir schon gedacht, dass ich euch wiedersehen würde, Schnotz. Oder was heißt nett, zumindest verständnisvoll. Uh, greift ihr mich schon an? Nein. So sehen wir uns wieder, Dr. Jones. Dank eurer Arbeit in dieser Region ist meine Mission um einiges leichter geworden. Ich weiß, was ihr vorhabt, Schnotz. Todesschwinge wird die Lade niemals erhalten, solange ich es verhindern kann. Ah, Die haben große Gewehre, mein Lieber. Nun, in dem Fall müssen wir wohl dafür sorgen, dass ihr und euer Freund aus dem Spiel seid. Hat ihr uns gerade gegendert. Müsste ich gleich so Messer in den Kopf werfen als Möglichkeit ja mal als Action Button. Für immer. Okay. Alter, das Stargate. <laughs> und der aktivierte Obelisk. Ja, aktiviert auch den riesigen Koloss. Und das scheint unsere nächste Quest zu sein. Zumindest die Soldaten kümmern sich erstmal drum. Harrison, äh, Statement, irgendwas? Ihr werdet es nicht mehr erleben. Eure teure Lade zu sehen, Jones. Nicht so schnell, Schnurz. Okay, und wir sollen den Koloss zerstören. Harrison macht den Rest. Ach du Kacke, kann ich in Stars engagieren? Wir haben ja zum Glück... Zum Glück im letzten Part gegen den Drachen geübt, was ja eine meiner <laughs> großen Glanzleistungen als Schorkenspieler war. Darum sollte auch dieser Koloss kein Problem sein. Zumal der diverse Fähigkeiten hat, die wir schon aus den vorherigen Obelisken und Wächterkämpfen kennen. Und er vor allem erstmal auf die netten Kollegen haut er mit seinem Gewehr zu. Ja, Freunde, das passiert, wenn man bei den Söldnern spart. Also ganz ehrlich, um Gottes Willen. Da muss man doch immer ein Auge drauf haben. Da hat er hier Leute. Die hauen mit ihren Gewehren zu und die werfen Bomben, anstatt einfach mal auf Range zu schießen. Gut, will mich an der Stelle auch nicht beschweren. Für uns ist es ja eine gute Sache. Begebt euch hinter den Koloss. Oha! Mit extra DBM hier beim Questen. Freunde! Ich bin hier begeistert. Meine Sportlehrer waren echt immer ganz cool. Sowohl in der Grundschule, da war mein Sportlehrer, sogar der Schrebergarten-Nachbar, meiner Oma. Und wenn wir da als Kinder waren, dann gab es da einmal Erdbeeren und so. Er war nicht die Art von Sportlehrer, der uns dann da noch sein süßes Häschen gezeigt hat oder so. War echt einfach ein netter. Ich sag mal, älterer Herr, meidet die Schattenruhen, Alter. Verdammter Endboss-Kampf hier oder was? Da ist sotian ein Scheißdreck gegen gewesen. Wah! Schattenruhen, Alter, Jumpscare. <laughs> Zum Glück nicht so wie in der Traditionsquest-Reihe der Zwerge. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, Leute, ähm, macht eure Lautstärke nicht ganz so laut. Ich sag's nur mal so, sollte jemand irgendwie wie ich so eine später ansehen-Playlist auf YouTube haben und da ist vielleicht mein Zwergenvideo drin, dann passt auf, dass ihr es nicht unbedingt zum Schlafen schaut. Nur so als kleiner Tipp am Rande. Ja, und das ging so weiter mit meinen Sportlehrern, ne? Die waren echt alle ein bisschen älter halt und recht nett und locker und wenn ich dann gesagt habe, ja, passen Sie auf, ich mach das nicht, ich kann das nicht, mache ich auch nicht zum Affen vor allen und versuch das und brechen mir noch irgendwie den Hals dabei oder so, haben die gelacht, haben gesagt, ja, dann kann ich dir auch keine gute Note geben und dann war das okay. Ja, dann habe ich echt keine gute Note bekommen, hat er mir eine 3 gegeben. <laughs> Und vorne, mit einer 3 in Sport, ich sag mal, so besser hätte ich es nicht hin, äh, hinbekommen. Ja, da sagen auch Hambüchen und Usain Balls, sagen, drei in Sport, Junge, da bin ich dabei, auf jeden Fall. Ich bin weg, ja, das kann man in dem Moment auch sagen. Und wir hatten hier sogar eine Heal-Token-Truhe, falls wir verschissen hätten. Oh, das ist ja süß. Das ist ja wie so ein eigener kleiner Arena-Kampf. Da hinten ist sogar noch ein Speed-Up. Oh mein Gott, großartig. Ja. Freunde, das war der Koloss, geile Sache. Ich habe übrigens letztens auch an den Mitgliedseinstellungen auf YouTube rumgebastelt, weil einige gesagt haben, Digi, Wahnsinn übrigens, Shoutout dafür. Ich will nicht nur auf Twitch abonnieren, sondern auch auf YouTube. Und guck mal, da muss es Optionen geben, irgendwie noch mehr. Ja, Stufen quasi einzubauen, das habe ich jetzt gemacht. Deswegen vielen, vielen Dank fürs A darauf hinweisen, dass das geht. <laughs> und B, vielen Dank an alle, die auch diese Möglichkeit des Supports entsprechend wahrnehmen. Krasse Nummer, Dankeschön. Glück und Ruhm, schön zu sehen, dass ihr unversehrt seid. Schugorke, Harrison Jones und der Tempel von Uldum. Wir haben viel durchgemacht, aber das scheint sich jetzt endlich auszuzahlen. Uns trennen nur noch wenige Schritte von der Lade. Ich habe die Chiffren studiert, um sie zu enthüllen. Schnotz hält uns für tot. Ich glaube, wir kriegen das noch hin. Er beutet die Lade der Verheißung. Okay, ja, mit einer schönen Cutscene. Finde ich super, Harrison. Auch das mit dem Drachen war wohl eine äh, Indiana Jones Anspielung. Ne? Was ihr immer in den Kommentaren schreibt, Freunde. Wenn ihr mich nicht seit Anfang dieser Situation verarscht, <laughs> dann ist hier wirklich alles eine Anspielung. Vermutlich auch diese palmenartigen Gewächse da. Und dieser Stein zu unseren Füßen, ne? dieser viereckige, all das sind Anspielungen. Und er hat eine riesige diszi -Kuppel. Ah, Er ist unbesiegbar. Okay, da ist gar nichts drin. Vielleicht ist auch der Schutzschild der Lade. Mal gucken. Wir rennen erstmal an diese Kante. Das sollte genügen. Okay. Denn so aufgeregt, ne? das ist unser Finale, Leute. Ah ja, da war was zum Aktivieren. Da ist toll wieder was Titanisches. Und mit Hilfe der entzifferten Chiffre. Oh, nun seht euch das an. Da ist sie. Alter, da ist mal ein Klopper. Wir haben es geschafft. Ähm. Ich war gerade sagen: irgendwas muss ja in typischer Harrison-Manier jetzt sehr, sehr schief gehen. Vielleicht hilft uns die Lade. Und vielleicht haut auch er nur mit seinem Gewehr zu. Vielleicht hat er denen das beigebracht. Gut gemacht, Herr Dr. Jones. Oh Gott, dieser Luftballon. Ihr habt mich nicht nur direkt zur Lade geführt, ihr habt sogar die Schutzvorrichtung entfernt. Er kommt immer näher mit seinem Heißluftballon. Oh Gott, es ist echt böse, diese Drachen haben Bärte. Wie überaus schade. Oh oh, Harrison? Ich würde euch ja eine repräsentative Position in meiner Organisation anbieten, wenn ich euch nicht töten müsste. Doch zuerst. Oh ja, mach die Lade auf, come on. Mach sie auf. Werdet ihr die Zerstörung dessen mit ansehen, was euch so lieb und teuer ist? Okay, die Lade, ihr würdet nie, er will sie kaputt machen? Oh, seid nicht so ein Narr, ich wollte eure alberne Lade nie für mich selbst. Was sind das überhaupt für Dinger da drauf, Ochsenschädel? Dieses Artefakt ist das einzige, was Todesschwinge davon abhält, die Neuerschaffungsmechanismen zu aktivieren. Sobald sein Dorf nach Rache gestillt ist, wird es mir freistehen, Arzurot ganz nach meinem Willen, zu beherrschen. Hey, komm schon, du dummes Teil. Was war das? Ist jemand in der Lade eingesperrt? Egal. In wenigen Augenblicken wird von all dem nichts übrig sein. Todesschwinge wollte auch alles neu starten. Schließ die Augen. Das wird nicht gerade hübsch. Wer rettet uns? Zerstört ihr halt? Was ist das? Oh, oh und Schnotsatz komplett zerlegt und er hat sich in ein menschliches Gerippe verwandelt. Nice, das ist mal eine titanische Lade. Nein. Endlich frische Luft. Brandbronzebart. war schon in der Lade. Ich bin euch zwei Schritte voraus, Kumpel. Wie immer. Oh nein, wie schön. Ist das herrlich? Oh mein Gott, das ist sowas von eine Harrison Jones quest Questreihe. Erkundet Uldum abgeschlossen. Und das war sicherlich unser Finale. Wo jetzt könnte man hier auch voll rumtheoretisieren, ne, dass Todesschwinge damals auch schon gar nicht mehr so mega wahnsinnig war und hier in Uldum alles platt machen wollte, um irgendwie Zugang zu den Neustartmaschinen zu bekommen, mit denen wir letztendlich Zotti zerlötet haben. Und er wollte auf seine eigene, übertrieben, halb verdorben brutale Art und Weise damals dasselbe schon machen, um uns letztendlich vor dem Einfluss der alten Götter zu retten. Ah, weil er nämlich ein bisschen nachgelassen hat nach Krieg der Ahnen und Co. Boah, das, das wäre auch deeper Shit, ne? Das wäre sehr, sehr die Bashit, aber da wollen wir gar nicht weiter drüber reden. Todesschwinge ist nämlich weg und kommt bestimmt auch in Shadowlands nicht wieder. <laughs> ja. Brann, Harrison Jones oder Tempel von Uldo. Aber ihr habt Glück, denn dieser Zwerg hat noch ein oder zwei Asse im Ärmel. Hehe, <laughs> ihr hättet euren Gesichtsausdruck sehen sollen. Ja, ich dachte, der verprügelt mich gleich mit seinem Gewehr, Brann. Das ist echt nicht schön. Legt das Baby in die Wiege. Ach, ihr und Junior habt euch ja schön viel Zeit gelassen, oder? Händchen halten, die Aussicht genießen, lege ich richtig total. Brecht euch nicht die Hand, wenn ihr euch auf die Schulter klopft. Die richtige Arbeit kommt erst noch. In diesem alten Artefakt steckt mehr, als es den Anschein hat. Um seine Geheimnisse zu ergründen, müssen wir es zur Wiege der Uralten bringen. Aber wie stellen wir das am besten an? Vielleicht fällt Junior ja was Schlaues ein. Schauen wir mal, schön, wie ihr ihn einfach Junior nennt. In tausend Jahren könntet selbst ihr etwas wert sein, ist der Erfolg. Die Lade der Verheißung abgeschlossen. Das ist aber auch ein Riesenteil, oder? Junge, warte ein Satz, den wir alle kennen, liebe Leute, mit schönen Hieroglyphen. Hier ist auch ihr kleiner Mistkäfer Skarabeos, das haben wir ja auch geklärt. Ein für alle Malen. Sehr seltsam. Am allerseltsamsten wäre es jetzt gewesen, wenn das keine Ochsenköpfe gewesen wären, sondern so Dämonenschädel, ne? so Grubenlord-Manorot-Stil, die sehen ja auch so ähnlich aus. Dann hätte ich auf spontaner Basis noch mehr kranke Theorien spontan aus dem Handgelenk geschüttelt, als jetzt nur den Kram mit Todesschwinge und seiner seltsamen Art und Weise Leuten Dinge zu zeigen. Aber das ging ja vielen so. Grüße an Silvanas. Legt das Baby in die Wiege. Natürlich habe ich einen Plan, wie wir die Lade transportieren. Vielleicht wird dieser alte Kauz ja eines Tages lernen, mir zu vertrauen. 1, 2, nein, 3. Signalleuchtfeuer. Ich wollte die Lade eigentlich zur Untersuchung in mein Labor bringen, aber anscheinend hat Bran hier andere Pläne. Er meint zu wissen, wie wir Todesschwingesplä Todesschwingespläne hier in Uldum durchkreuzen können. Mein Kumpel Jock wartet nur auf unser Signal, um mit dem Transport zu beginnen. Nehmt diese Signalleuchtfeuer und stellt sie um den Tempel herum auf, damit er weiß, dass wir bereit sind. Okay. Einfach jetzt hier oder was, Tatsächlich, Die toten Drachen, die können wir nicht mal anklicken. Oh, er ist mit offenen Augen gestorben, Freunde. Für Sauron. Das ist einfach wirklich, oder? Guckt mal. Das ist einfach wirklich das Auge von Sauron. Oh mein Gott, egal ob man es jetzt so 2D oder 3D-mäßig betrachtet. Wow, unsere schwarzen Drachen. Sie dampfen. Um Gottes Willen. Okay, wir stellen Signalraketen auf. Erinnert mich an eine großartige Modern Family Folge. Freunde, schaut endlich mehr Modern Family. Hier liegt auch unser Schnotz. Wow. Und sie haben einfach kein Goblin-Skelett gehabt und haben einfach ein normales Knochenmodell der Menschen genommen und ein bisschen kleiner gezogen. Geil. Ist das schon Body-Shaming oder hängt <laughs> sich das noch in Grenzen? Oh mein Gott. Und das Letzte. So, was für eine heldenhafte Quest. Wahnsinn. Cutscene. Da -da. Da -da. Warum sind die eigentlich nicht synchronisiert? Ich fände das klasse. Das hätte noch mehr Atmosphäre oder noch mehr generellen Flair der Situation entsprechend. Oh, und das ist der Transporter. Mal gucken. Huhu, Herr Pilot. Er winkt wirklich. Ich wollte gerade sagen, winken Sie mal. Er kann meine Gedanken lesen. Geil. Möglicherweise ist das gar kein Pilot, sondern Manuel Neuer oder Mewtwo. Das werden wir noch rauskriegen. Da ist er mit seinem einen Hubschrauber. Und äh, wait. Ja, manche Piloten haben so ihre Geheimnisse. Vermutlich war das eine Anspielung, wie auch diese toten Fische hier in diesem ausgetrockneten Tümpel, oder? Alles ist eine Anspielung. Ich werde noch verrückt. Irgendwann wache ich nachts schreiend auf und schreie Harrison Jones durch das ganze Haus. Ja. Okay. ja. Gute Arbeit, meine Liebe. Anscheinend haben alle die Reise überstanden. So langsam verstehe ich, warum ihr Junior begleiten dürft. Wait, öffnen wir jetzt hier die Lade und das Finale ist, dass wir diese trostlose Einöde, in der wir ja sogar diesen Fuchs für Schnotz geklaut haben, geklaut in Anführungsstrichen, dass wir jetzt hier alles wiederbeleben? Aber kann eigentlich gar nicht sein, oder? In 8.3 drei Uldum sah sie da auch komplett ranzig aus. Oh, der Vortex gibt wie Hintergrund. Es ist schon schön hier, oder? Es ist wirklich eine nice Sache. Die Lade der Verheißung. Ich bin mir nicht sicher, was uns hier erwartet. Also haltet die Augen offen. Vorne, bevor wir weiterlesen, ohne Witz, ich muss es sagen, sonst vergesse ich es. Vortex-Gipfel, wenn ihr diesen Trank kennt vom Dunkelmond-Jahrmarkt, Trank der endlosen Nacht oder so, der uns die alten Nächte von Classic, BC, vielleicht auch noch vortex wiederbringt. Irgendwann wurden die Nächte ja abgeschwächt und es wurde nicht mehr so stockdunkel. Ja, früher war es wirklich viel, viel dunkler, viel. Atmosphärischer, was die Nacht angeht, und dieser Trank bringt das wieder. Und wenn ihr mit diesem Trank mal in so, so einem Dungeon wie dem Vortex-Gipfel dann unterwegs seid, der ja in einer Himmelsbox quasi spielt, und da ist alles dunkel, Leute. Ohne Witz, wenn ihr mal was Schönes sehen wollt, dann macht das echt. Also, ich habe einen Screenshot-Ordner, wo ich da mal drin war. Ich weiß gar nicht, ob es Walk war oder ob dieser Trank schon mit Katar kam. Da dürfte er mich jetzt nicht drauf festnageln. Da war ich Vortex-Gipfel mit diesem Trank. Alles war dunkel. Ja, und es war so, so schön. Auch vielleicht egal, ob mit dem Trank oder dann abends, wenn es generell dunkel ist in dieser Skybox. Es ist eine völlig andere und super geile Atmosphäre. Wenn er demnächst Langeweile schiebt in WoW, so Flauten phasen style dann ist das echt etwas, was man sich einfach mal angucken kann, wenn man sich für sowas begeistern kann. Ja. Ich bin mir nicht sicher, was uns hier erwartet, also haltet die Augen offen. Diese Codes sollten uns den wahren Zweck der Lade enthüllen und uns Werkzeuge in die Hand geben, mit denen wir die Pläne, die Todesschwinge für Uldum hat, endgültig durchkreuzen können. Bleib zurück! Wieder Cutscene. Junge, das ist mal ein Finale, oder? Crazy, wir haben Signalleuchtfeuer hingestellt. Wohlan denn? Lasst mal sehen. Find's geil, dass er auch immer noch den grünen Kreis hat, weil ich ihm eigentlich... Äh, noch ins Target genommen habe. Bran ist mein Target. Und. Oh, okay. Okay, wir jubeln schon. Scheint ein sehr gutes Zeichen zu sein. Diese große Tiki-artige Pharaonenmaske. Lasert ganz normal, wie das die Ägypter auch früher gemacht haben. Mit ihren Augen die Lade entlang. Und. Okay, jetzt wird's langsam gruselig. Da war eindeutig gerade ein Phasing. Da ist wirklich was grün geworden. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das Wasser ist auch wieder da. Ist das schön. Oh. Das ist toll, oder? Wir haben Uldum zurücktransferiert, wenn man so sagen möchte. Habe in meiner lore ist ja auch ein extra Video, wo ich erkläre, warum Uldum eben so aussieht, wie es aussieht. Ja, obwohl das ja auch an so Zonen wie Angoro und Co. mehr oder weniger grenzt. Ja, und das ist ja kein Zufall. Krass. Oh, ist das schön. Sind die Fische auch wieder da? Hör mal, das möchte ich ja jetzt schon gerne wissen. Da sind sie wirklich. Oh, die Fischis, das ist toll. Für sowas kann ich mich begeistern. Sowas finde ich klasse. Sowas ist für mich ein unglaublich schönes Zornfinale. Ja, dass wir jetzt diesen Bereich, der am schlimmsten mitgelitten hat, dass wir den quasi rekultiviert haben, hier mit Wasserfällen. Und allem drum und dran. Und dann das Gebiet auch noch verändert. Sowas liebe ich als Finale. Habe ich auch zu Vortrika geliebt. Wenn man zusammen questen wollte, war kacke. Aber wenn dann irgendwas im Schattengewölbe sich damals verändert hat, weil man mehr Charaktere über Dailies freigeschalten hat oder wie auch immer. Cool. Und wir können die Lade öffnen. Und werden nicht sofort getötet. Scheibe der Titanen. Na hallo, da sind ja gerne mal Infos drauf. Brann. Also dann, seht euch das an. Natürlich, ich hatte geahnt, dass wir das finden. Allerdings überraschen mich die organischen Transformationen doch ein wenig. In diesem alten Relikt steckt mehr, als ich zu hoffen gewagt hatte. Hätten wir das da nicht einfach irgendwie auch in die 8-3-Zone schmeißen können, oder? So? <laughs> ich bin denn der alte Gott. Seht meine Tentakel und wir so lade auf dem Kopf. Boom, überall kommen Blumen und Wasser raus. Das wäre doch mal eine Möglichkeit gewesen. Ausgrabungen Uldums und fertig ist des Pudels Kern. Ich würde gern noch ein Weilchen bleiben und mit euch in die Gegend schauen, Mädel. Er hat uns echt beobachtet, ne? Also ich habe bestimmt schon die tollsten Dinge gesehen, aber sowas ist mir mein Lebtag noch nicht untergekommen. Leider muss ich diese Scheiben noch gründlicher untersuchen, ehe ich mich zu den Hallen des Ursprungs aufmachen kann. Ich glaube, ihr seid schwer in Ordnung. Wollt ihr mal sehen, wie ein richtiger Archäologe arbeitet? Dann kommt mal mit. Okay, na gut. Mir nach. Ich nehme an, das sind unsere Dungeon Quests, ne? Da oben. Nee, da, Achso, das ist der Kopf, den wir noch abgeben wollen. Die eines des Ursprungs liegen östlich von hier, nahe der Wüste von Tanaris. Da laufen wir ein bisschen, also sollten wir uns besser auf den Weg machen. Harrison, abschließende Worte. Wir können mit ihm auch nicht nochmal reden. Er muss ja auch begeistert sein hier. Mein Rücken ist immer noch ein bisschen steif, weil ich so lange in dieser Lade gehockt habe. Habt Geduld mit mir, wenn ich ein bisschen langsam unterwegs bin. Kein Problem, wir RP-Walken einfach da runter und mache dann so ein paar. Andere Sachen steif. Ah, ja, sexy Zwerge, Leute. Was los? Harrison, kein Abschlusskommentar. Okay, das ist ein bisschen schade. Er ist vermutlich einfach begeistert von allem, was er hier sieht. Toll. Großartige Quest. Super Finale. Wir geben jetzt noch unseren Kopf oben ab. Also nicht unseren, <laughs> sondern den von unserem, naja, nicht ganz so befreundeten Drachenkollegen. Und vielleicht. Aber nur vielleicht finden wir jetzt auf unserem Flug eine Kamelstatuette und nehmen für den Uldum-Abschluss auch noch das Kamel Mount Samt-Titel mit. Wäre das toll? Zum Beispiel hier. Nein, okay, das müssen wir jetzt aber nochmal ein bisschen abfliegen, weil das haben wir ja die ganze Zeit über die ganzen Uldum-Parts über ja getan. Wir sind tatsächlich fertig, ähm, hat nur ungefähr 700 Parts länger gedauert, als ich das erwartet habe, aber wer schon ein bisschen länger zusieht, der weiß, dass meine Levelprojekte sich nicht darum drehen, möglichst schnell die Maximalstufe zu erreichen. Das habe ich ja auch schon mit aktuell. Äh, mit aktuell 37 anderen Charts geschafft, ne? Gesamte Spielzeit 843 Tage. Ja, da ist die ein oder andere Minute in WoW auf jeden Fall schon an mir vorbeigezogen. Das Ding ist auch, als 8.3 auf die Server kam, wir reden heute viel über die 8.3-Zone irgendwie, aber es bietet sich eben an, dieser Vergleich regelmäßig. Und da hatten wir ja die Situation, dass Uldum hier leergefegt war. Es war komplett leer, alle waren in dem 8-3 Uldum in der überarbeiteten Zone, haben da Mounts gekämmt und Dailies gemacht und so weiter und so fort. Und mittlerweile hat sich dieses Gleichgewicht wieder ein bisschen verschoben, weil natürlich durch diese ganze Stay-Home-Offensive und so weiter und so fort eben. Richtigerweise mehr Leute zu Hause waren, aber darum auch mehr Leute Zeit hatten, noch andere Dinge zu tun, weil sie dann eben nicht irgendwie abends 18 Uhr von der Arbeit kamen, dann ihre Dailies geschafft haben, dann auslocken und um vier wieder aufstehen mussten oder so, sondern die hatten dann den ganzen Tag, ne, oder größere Teile des Tages zur Verfügung. Einige mussten ja trotzdem, ich möchte meinen sogar viele, äh, normal weiterarbeiten von zu Hause oder hatten dann so gesehen frei, ja, hatten aber Kinder zu Hause oder so. Und das wissen wir auch, dass das manchmal sogar mit noch mehr Arbeit verbunden sein kann, eben jene bei Laune zu halten. Insofern ähm, hat das dennoch ausgereicht, dafür, dass sich Leute auch für das alte Uldum interessieren und darum auch hier wieder Rares campen für irgendwelche Erfolge oder eben die Kamelstatuetten-Position abfliegen. Was ist das denn? Ja, oder dass sie ihren Schwertern Fliegen beibringen und so weiter und so fort. Also, da gibt es schon viele, viele Möglichkeiten und auch viele, viele buntes Na gut, das Glück war uns leider nicht hold, aber nichtsdestotrotz hatten wir, finde ich, ein wunderschönes Finale hier in Uldum mit wirklich superstimmigen Quests und wir sehen, das Leben, Grüße gehen raus an Shadowlands, das Leben findet letztendlich doch immer einen Weg. Auch hier oben haben wir unsere Oase und egal welche Technologien dieses Land reinigen, purgen, neu starten, ja, wenn man nur die Chance gibt oder eben die Chance lässt und das sehen wir ja aktuell auch an unserer eigenen Erde, IRL, dann kommt das Leben eben zurück, wie im Löwenzahn-Intro, ne? dü dü dum düm Quests abgeben, Myzerians Kopf, ihr habt diesen Drachen erlegt, beeindruckend, eine reife Leiste, Schugor. eine reife Leiste, <laughs> hatte wieder keine Hose an, ne? Eine reife Leistung, natürlich. Ich werde ihn Harrison geben, sobald seine Expedition hier abgeschlossen ist. Ja, hätten wir eben unmöglich tun können. Stehen wir da mit unserem riesigen Drachenschädel auf dem Rücken? Oder oh, Harrison, was ist das denn? Nee, nee, dann muss ich hier erstmal zu unserem, zu unserem Solar bringen. Ja, und dann kannst du das kriegen. Schön, wir können. Nee, wir kriegen alle drei. Ich wollte gerade sagen, wir können uns ein Steinchen aussuchen. Nein, wir kriegen tatsächlich alle. Geil, nochmal 30k EP. Ja, Leute, das war Uldum. Das war Uldum. Das sind hier noch unsere Dungeon-Quests, die sicherlich auch interessant sein können, aber. Es eben nicht sein müssen. Wir fliegen nochmal hier hoch, gucken uns da nochmal genau um, nicht, dass ich da auch eben was übersehen habe oder was falsch gefaced wurde. Und dann sind wir fertig. Ja, es war ein großartiges Abenteuer. Auch diese Zone hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich konnte. Da ist echt, wer gerade lang geflogen. Habt ihr es gesehen? Oh mein Gott, sucht er die Spawnpunkte ab? Nee, oder? Oder ist er hier irgendwo? Hat er die Statuette schon gefunden? Bin sehr verwirrt von ihm. Sehr verwirrt. Sowohl von seinem auftreten als auch von seinem generellen Aussehen. Aber gut, ja, man questet halt öfter mal mit 113 in Uldum, man kennt es. Und ja, auch ich konnte viel dazulernen über Aquaristik, <laughs> über Indiana Jones Anspielungen und Co. Und allgemein war es, glaube ich, eine ganz coole Erfahrung, dieses Gebiet jetzt nochmal mitzunehmen, während parallel in, und da sind wir wieder 8.3 natürlich auch vieles hier wieder mit Anspielungen und Co. gespickt war. Freunde, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in den nächsten Parts, wo ich noch nicht genau weiß, wie die ablaufen werden. Ihr habt einiges vorgeschlagen. Ich habe mir einige Gedanken gemacht und um wir gucken dann, dass wir all das irgendwie zusammenbringen können. Und äh, ja, es geht auf jeden Fall weiter. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs dabei sein. Hoffe, ihr seid es auch weiterhin. Bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Ciao.